Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sirius und heute mit meinem sechsten Hardware-Video. Dabei geht es einmal mehr um Audio-Gaming-Equipment und nachdem ich bisher 5 Videos zu Astro-Headsets oder den zugehörigen Mix-Amps gemacht habe, steht heute ein weiteres echtes Highlight auf dem Programm, was wir mit freundlicher Unterstützung von Rox Games präsentieren können. Ja, und das Highlight wird hier gerade ausgepackt und es handelt sich dabei um das Sennheiser PC360 Headset, bei dem manche Gamer darauf schwören, dass es angeschlossen an den Mixamp noch besser funktionieren soll als das Astro A40. Ja, und hier haben wir das gute Stück nun aus dem Karton herausgenommen. Ich werde mir jetzt einmal anschauen, was im Karton drin ist, wie sich das Headset so anfühlt. Ihr könnt euch das Ganze anschauen, ein bisschen was davon mitbekommen und vielleicht hilft euch das einfach, euch zu entscheiden, welches Headset hinterher das richtige ist. Wie man sehen kann, Game, extra Pro Cool mit einer 4 ist schon draufgedruckt. Oben sind so einzelne Punkte aufgeführt, wie intuitive Kontrolle, Profi-Mikrofon, offene Akustik und super Komfort und so weiter. Pro Gaming steht auch noch mit drauf. An der Seite ganz hübsch der Sennheiser-Aufdruck. Auf der Rückseite findet man auch nochmal eine ganze Menge Infos und auch ein Spieler von MTW ist darauf abgebildet. Warum es nicht mein Foto ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ganz unten ist nochmal ganz kurz so normale Dinge erklärt, wie Frequenzbereich oder wie lang das Kabel ist, 3 Meter im Übrigen. Und auf den ersten Blick von außen einfach eine schöne Sache, hochwertig bedruckt, schwerer Karton, da wirkt hier nichts billig. Ja, dieser äußere Mantel, sag ich jetzt mal, mit den Aufdrucken von Pro Gaming und so weiter und so fort, umschließt den härteren Karton. Den kann ich hier, wie man sehen kann, nicht ohne weiteres rausziehen und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das ganze Paket hier unten zu trennen. Ich denke mal, das ist auch so vorgesehen, weil man im Anschluss sehen wird, wenn man es jetzt hier aufklappt, hat man die eigentliche Verpackung ohne Schnickschnack und ohne Werbebroschüren in der Hand. Ja, schöner schwarzer matter Karton. Ähnlich wie beim Astro, nicht ganz so schwer muss ich sagen, aber absolut stabil. Hier wackelt nichts. Wenn wir erstmal hier Pappe einmal beiseite, hübsch gemacht, aber braucht man hinterher sicherlich nicht mehr. So, der schwarze matte Karton hier mit diesem glänzenden schwarzen Sennheiser-Aufdruck erinnert natürlich schon ein bisschen ans Astro, sieht aber auch insgesamt ganz gut aus. Hier oben ist nochmal so ein Haken, wahrscheinlich wenn es irgendwo an einem Regal aufgehangen war, aber das braucht man hinterher sicherlich auch nicht mehr. Klappen wir es lieber einmal auf und da sehen wir auch schon den Sennheiser-Schriftzug. Sennheiser für mich einfach vom Namen her schon so eine Hi-Fi-Kopfhörerfirma, die mich seit Jahrzehnten irgendwie begleitet. Da hatte ich schon als Jugendlicher einen Hi-Fi-Kopfhörer von und das war für mich eigentlich immer so der Inbegriff von Qualität. Deshalb bin ich heute noch mal einmal mehr gespannt, wie das hier mit einem Gaming-Kopfhörer jetzt aussieht. Man kann sehen, das Ganze ist sehr stabil in so schwarze Pappe nochmal eingepackt, dass das Headset auch nicht im Karton rappeln kann oder sowas. Dementsprechend müsst ihr es da auch ein wenig auspacken. Im Gegensatz zum Astro habt ihr jetzt keine Tragetasche oder sowas dabei, sondern wirklich das Headset ist relativ puristisch, möchte ich jetzt mal sagen, was Ausstattung angeht. Wir haben also wirklich jetzt in der Verpackung den reinen Kopfhörer und nicht nochmal irgendwelches Zusatzequipment. Ja, aber wie viel Equipment braucht man bei einem Headset? Man braucht das Headset, man braucht das Mikro, man braucht ein Kabel und das ist halt dabei. Also alles, was man benötigt, ist da. Es wird halt nicht zusätzlich gebraucht, um das Teil jetzt zum Beispiel direkt an PC anzuschließen. Der Kopfhörer selber ist hier nochmal in Folie eingepackt, also damit auch wirklich ganz und gar nichts drankommen kann, bis es bei euch ist. Ich tue mich hier gerade ein bisschen schwer, suche hier Klebestellen, ich will es jetzt auch nicht aufreißen. So, und hier sind im Endeffekt, da ist so zwei, drei Mal Tesafilm drum gewickelt, das mache ich jetzt mal kurz ab und dann können wir den Kopfhörer auch rausnehmen. Ja, lieber ein bisschen zu gut verpackt, hat sich wohl der Hersteller hier gedacht, aber da haben wir es jetzt. Der Kopfhörer ist beim ersten Betrachten relativ leicht. Und Kabel ist halt hier nochmal einzeln in Folie eingeschweißt. Das mache ich jetzt mal alles raus. Man hat hier einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Einmal natürlich fürs Mikrofon und einmal für den Kopfhörer selber. Und hier sehen wir auch den Mikrofonarm.
Und der ist hier auch nochmal so in Folie eingepackt. Der ist so leicht schwarzglänzend lackiert. Das Ganze an der Folie war auch mit einem Klebestreifen festgemacht. Das habe ich jetzt auch eben abgeschnitten. Und dann kann man einfach die Tüte runterziehen. Und ja, fertig ist das Headset, wollte ich jetzt gerade schon fast sagen. Aber ich zeige es jetzt mal hier ein bisschen näher in der Kamera. Das Headset selber ist matt schwarz. Und nur das Mikrofon ist an zwei Stellen hochglänzend lackiert. Die Ohrmuscheln sind relativ oval, da sind so Aufdrucke ein bisschen drauf, klar, wie das Headset heißt. Hier an der Seite sehen wir einen direkten Lautsprecherregler. Also ihr könnt hinterher nicht nur am PC oder am Mixamp, wenn ihr es an der Xbox oder an der PS3 betreibt, die Lautstärke regeln, sondern auch direkt am Kopfhörer selber. Und das ist so ein Ding, was mir wirklich gut gefällt. Ja, also ich habe das gerne, muss ich sagen. Also andere Leute sagen, das ist nicht so ihr Ding. Für mich, ich finde es top, wenn man mal eben quasi an den Kopf greift und ein bisschen laut und leise drehen kann. Ja, verstellbar ist das Ganze sehr schön. Die Ohrmuscheln sind hier sehr, sehr weich und auch sehr, sehr dick gepolstert. Das Ganze ist so ein schöner Velourstoff, würde ich sagen. Genauso ist oben diese Polsterung am Kopfband. Und das Mikrofon lässt sich hier nach oben wegklappen. Dieses Wegklappen ist im Übrigen zeitgleich die Mute-Funktion. Das heißt, ihr habt jetzt keinen Knopf vorne an dem beweglichen Mikro, sondern wenn ihr das Mikrofon muten wollt, müsst ihr es nach oben wegklappen. Ja, beim Klappen hört man so ein leichtes Klick, das ist aber ein mechanisches Klick. Es rutscht dann halt einfach anscheinend über irgendeine Kupplung, über einen Schalter. Ihr hört den Klick im Kopfhörer und wisst, das Ding ist jetzt aus. So, und damit man das Ganze an der PS3 oder an der Xbox betreiben kann, brauchen wir natürlich nach wie vor einen Astro Mix Amp. Ich zeige hier mal beide Varianten, die es gibt. Tja, erster Unterschied der beiden Geräte ist natürlich ganz klar, eins ist halt wireless, eins nicht. Das hier ist der normale Mix Amp, der liegt im Moment, glaube ich, bei ungefähr 115 Euro. Hier oben sieht man ganz schön die Anschlüsse, die es gibt. Ihr könnt halt über Koaxial anschließen. Ihr habt einen optischen Eingang, ihr könnt einen MP3-Player mit reinmixen und solche Geschichten. Und dagegen sehen wir hier einmal den Wireless-Sender. Hier sieht man einmal die Unterschiede. Der Wireless-Sender kann halt nicht über Cinch betrieben werden, hat aber für einen optischen Ein- und einen optischen Ausgang, was mir ganz gut gefällt. Dadurch kann man das ganze Tonsignal einfach durchschleifen. Tja, wenn ihr das nicht haben solltet, für welches System ihr euch entscheiden möchtet, bleibt natürlich euch überlassen. Ich bevorzuge im Moment die Wireless-Variante, muss ich sagen, weil ich sie einfach ein bisschen für mich persönlich am Fernseher flexibler finde und deshalb kommt jetzt erstmal der normale Mix-Amp ein bisschen beiseite. Wollt ihr ein bisschen mehr über die Mix-Amps wissen, über den Wireless hier, dann könnt ihr euch meine anderen Videos ansehen. Ich blende hier mal den Link ein. Das ist hier halt der Wireless-Empfänger, den kann man schön damit rumtragen. Hier sieht man, da wird hinterher das Pad angeschlossen, der Xbox. Da wird der Kopfhörer angeschlossen und wir haben einen USB-Anschluss. Falls ihr das Akkugerät benutzt, dann könnt ihr das ganze Teil per USB aufladen. So, der rechte Bassboost-Knopf geht jetzt gerade nicht, weil die Station nicht angeschlossen war. Wie man sieht, hier oben regelt man die Lautstärke, unten kann man die Chat-Lautstärke verändern. Und ich mache hier mal ein Close-Up, weil ein PC-Headset hat natürlich hier diese 3,5 mm Klinkenstecker, die ihr so ganz einfach sofort an eurem PC benutzen könnt. Und damit man das an das Astro-Gerät anschließen kann, braucht ihr dieses Zusatzkabel. Das ist bei den Mix-Amps enthalten. Also das müsst ihr nicht zusätzlich kaufen oder sowas. Es ist jetzt halt nur nicht beim Sennheiser dabei, sondern bei dem Astro-Mix-Amp. Ja, man verbindet hier logischerweise Rot mit Rot, Grün mit Grün. Und schon hat man eigentlich alles, was man braucht. Das Ganze kommt dann wieder in den Wireless Mix Amp rein. Und somit haben wir schon mal die ersten Voraussetzungen für richtig geilen Ton an der Xbox oder an der PS3 geschaffen. Fehlt eigentlich nur noch die Verbindung zum Sprachchat. Und ich zeige es jetzt hier einmal mit dem Xbox Controller, weil ich das Teil halt einfach da habe. Es geht aber auch mit der PS3. Da hat man halt eine USB-Verbindung dann zur Konsole. Ich zeige aber hier einmal, wie gesagt, die Sache mit dem Pad. Und wen wundert, man schließt halt ein ganz normales, ich glaube ein 2,5 mm Kabel ist das hier. Das ist auch beim Astro Equipment dabei. Schließt man ans Pad an und ans Mix Amp an. Und schon könnt ihr natürlich auch den Sprachchat in-game benutzen. Ja, sehr positiv am Headset ist einfach das Gewicht und wie es auf dem Kopf sitzt. Also es sitzt halt mit einem schönen Seitendruck. Und hat relativ große Ohrmuscheln. Also ich finde, es sitzt sehr, sehr bequem und es sitzt sehr, sehr unauffällig. Also es drückt gar nicht auf die Ohren und auch einfach
die Qualität des Kopfhörers ist tipptopp. Ja? Also es gibt halt irgendwo keine Kante oder keine Naht oder so, die zu bemängeln wäre. Alles wirkt wie auf einem Guss und es bewegt sich halt auch genau in dem Bereich nur, wo es sich bewegen muss, damit es an den Kopf angepasst werden kann. Weil ich mir aber gedacht habe, das hier interessiert sicherlich einige, zeige ich direkt mal das Astro A40 daneben. Und die unterscheiden sich von der Optik doch schon sehr, auch wenn ich jetzt zwei schwarze Headsets hier zeige. Das Sennheiser hat so ein bisschen so eine ergonomische, ovale Form, während das Astro sehr klobig, sehr viereckig, sehr kantig ist. Das finde ich weder negativ noch positiv, sondern es ist einfach eine Geschmackssache. Ein Unterschied wäre vielleicht, dass man beim Astro das Mikrofon eben abnehmen kann, während es beim Sennheiser fest installiert ist. Dafür kann ich aber vorab schon mal sagen, mir gefällt die Sprachqualität beim Sennheiser besser. Dort ist das Mikro also wirklich allererste Sahne. Hier möchte ich einmal die Ohrmuscheln zeigen, weil das auch immer wieder so eine Frage ist, ist das auch groß genug für meine Ohren? Ich kenne jetzt eure Ohren nicht, aber die Ohrmuscheln sind schon relativ lang gezogen. Das Polster ist wirklich super weich und naja, okay, es muss natürlich an euren Kopf passen, aber ich finde insgesamt sitzt es etwas besser über den Ohren als beim Astro. Das Astro ist ein bisschen breiter und dafür sind diese Ohrmuscheln nicht ganz so hoch. Aber einfach vom Feeling, wie das Ganze jetzt auf eurem Kopf sitzt, finde ich es beides sehr hervorragend, ist beides sehr hochwertig. Also die Polsterungen sind beim beiden wirklich erste Sahne. Also da gibt es rein gar nichts dran zu meckern. Und bei Sennheiser merkt man einfach, es ist halt leichter und es wirkt ein ganz klein bisschen auch wie ein Headset, was man eher am PC tragen würde, um auch mal im Skype zu chatten. Und da funktioniert es wirklich sehr, sehr geil. Also neben der exzellenten Sprachqualität fallen beim Sennheiser sofort, ohne es jetzt angeschlossen zu haben, weitere Dinge auf, wie dass das ganze Ding irgendwie unheimlich stabil ist, trotz seines Gewichtes. Und mir gefällt auch dieser schwarze, matte Look, dass ist von der Haptik her eine sehr schöne Geschichte, ja, obwohl natürlich ist ein Headset aus Plastik, aber es fühlt sich hier einfach sehr hochwertig an und mit diesen kleinen Highlights wie mit dem glänzenden Mikrofon sieht es auch echt spitze aus. Mir gefällt es ehrlich gesagt besser, als wenn das ganze Teil irgendwie hochglanz lackiert wäre, weil es dann einfach eben nochmal empfindlicher ist. Ja. Also da muss ich sagen, hat Sennheiser einfach eine hervorragende Arbeit geleistet. Ja, aber am Ende, wie hört sich das Teil an? Eigentlich der wichtigste Punkt bei einem Kopfhörer. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt kurz getestet. Ich habe jetzt noch keinen 2-3 Wochen Marathon hinter mir. Man hat ja gesehen, ich habe es eigentlich gerade erst ausgepackt. Ich habe es jetzt einen Abend und einen Morgen mal gespielt. Ich habe dafür die Bulletstorm-Demo, die Crysis 2-Demo, Dead Space 2 und natürlich auch den Call of Duty Black Ops Multiplayer probiert. Und ich finde es in allen Bereichen wirklich hervorragend. Das Klangbild ist jetzt subjektiv beschrieben, sehr rund und sehr ausgewogen. Also man hat zwar einen schönen, kräftigen Bass, aber auch die Höhen oder die Mitteltöne gehen einfach nicht irgendwie flöten, sondern man hat den Eindruck, das Ganze wird unheimlich sauber und unheimlich klar präsentiert. Ich behaupte jetzt mal einfach, an dem Lautsprecher merkt man die jahrelange Erfahrung von Sennheiser, denn besonders wenn es um sehr kräftige und sehr basslastige Stellen geht und ihr das Teil wirklich sehr, sehr laut aufdreht, ist es wesentlich klarer und wesentlich ruhiger als wie die Headsets, die ich bisher benutzt habe. Das hört sich stellenweise nicht ganz so spektakulär an, es hört sich einfach sauberer an. Ja, also wenn man zum Beispiel die Crysis 2 Beta nimmt, die hatte ja einen unheimlich wummernden Beginn von der Hintergrundmusik und so. Und da hat man, wenn man es sehr laut gedreht hat, schon mal das ein oder andere Headset doch ein bisschen zu einem kratzigen Sound gebracht. Das macht das Sennheiser 0. Ja, das Sennheiser hört sich da absolut noch perfekt an, auch bei diesen schwierigen Parts. Gerade diese sehr klare und sehr gleichmäßige Wiedergabe des Klangs oder der Töne führt auch bei Call of Duty Black Ops, finde ich, zu einer hervorragenden Ortung. Ganz einfach, weil man jeden Ton sehr gut wahrnehmen und dadurch auch wiederum sehr gut zuordnen kann. Ja, nach so wenigen Spielstunden will ich eigentlich noch kein echtes Fazit ziehen. Man merkt aber wieder einfach mehr, dass man bei so einem Top-Headset wie dem Sennheiser PC360, was rund 150 Euro kostet, einfach wesentlich mehr Klang und wesentlich mehr Qualität bekommt als bei den preisgünstigeren Modellen. Der Klang ist wirklich hervorragend, die Chatqualität ist absolut ausgezeichnet und das Ding ist noch super hochwertig verarbeitet. Was will man da mehr? Ja, am Ende bleibt mir eigentlich nur zu sagen, das Teil ist absolut top. Ich sag danke fürs Zuschauen und haut rein.